Am Sonntag, den 17. Februar, ging es bei den Ramsteiner Brokatzen putzmunter mit der Kreissenierungssitzung weiter. Der Saal im Kongresscenter Ramstein war bis auf den letzten Platz ausgefüllt und den zahlreichen Gästen stand eine bunte, vielfältige Prunksitzung bevor. Nach der Begrüßung von Präsident Junius Meister und Prinzessin Denise I. begann die Sitzung mit dem Mariechentanz von Aisha Brödel. Aisha Brödel und die leider verletzte Alicia Pfaff werden zusammen von Nadine Schahn und Harriet Linsmann trainiert. Die Kugel aus der Zukunft von Hofner Andreas Franz hatte einiges vorauszusagen. Was weiter fehlt, sag ich hier frei, Erzieher, Lehrer, Polizei. Warum sie fehlen, weiß man schon. Es fehlt oft am gerechten Lohn. Lasst jene Menschen, die uns dienen, auch den gerechten Lohn verdienen. Mit Festanstellung, nicht auf Zeit, dann stehen die Menschen auch bereit. Vorbereitet wurde die Bütt von Andreas Franz zusammen mit Mentor Manfred Müller. Weiter ging es mit dem sünftigen Schautanz der Senatsgarde der Ramsteiner Brokatzen, die von Tanja Martin und Mandy Pfaff angeführt werden. Neben Bürgermeister Ralf Hechler mit dem ersten Beigeordneten Markus Klein aus Amstein-Wiesenbach waren auch Landrat Ralf Lessmeister mit dem Kreisbeigeordneten Peter Schmidt zu Gast. Zusammen luden sie alle Ehrengäste des Tages auf die Bühne ein und bedanken sich zugleich bei Frau Spies und Davina Holzhauser für die tolle Organisation der Kreisseniorensitzung. Nach dem Rammstein-Lied ging es mit den süßen Heinzelmännchen weiter. Trainiert werden die kleinen Bambinis von Claudia Grün, Ida ohne Sorg, Annika Degen und Hanna Leyes. Der erste Gardetanz des Nachmittags wurde von der Juniorengarde präsentiert. Die Trainerinnen der Mädchen sind Prinzessin Denise, Nadine Schahn und Nadine Lang. Die Queen Elisabeth besuchte das CCR, um ein wenig über den Brexit zu plaudern. But I speak eine Machtwort. Exit for Brexit. Then Brexit is Brexit. Gespielt wurde sie von Gabi Braun-Hettesheimer. Als nächstes folgten die Holzlandsänger auf der Bühne, die mal wieder für tolle musikalische Unterhaltung sorgten. Geleitet wird die Truppe von Harriet Linsmann. Es folgte ein schöner Schautanz der Bruchkätzchen. Trainiert werden sie von Sarah Lill, Lisa Sehi und Valeska Niklas. Showtime für Tobias und Thomas Leyes alias Paloma Boys. Musik
Rock'n'Roll-Formation mit dem Männerballett. Studiert wurde dieser Auftritt mit Marlies Grün und Nadine Lang. Bewegung tut allen gut. Mit Ex-Prinz Michael Fischer war es für jeden möglich. Und da war sie wieder, die Frau Allerschinkt mit ihrem Putzwagen. Gespielt wird die Putzfrau von niemanden anderes als Heike Fürch, Präsidentin vom KV Zweibrücken. Du frech dich den ganzen Mittag, fahr doch raus auf die Bienen. Frech dich, fahr doch mit den Leuten ein bisschen Spaß zu machen. Da kommst du doch her, siehst du hinter die Hucke, hast du schon keinen Bock mehr. Ja, wir müssen all mit unserer Enttäuschung leben. Ich muss mit meiner Schlurfe. Wunderbar zu bestaunen waren auch die grün-weißen Funken mit ihrem exzellenten Gardetanz. Trainiert werden sie von Julia Roman, Kim Hemmer und Lena Bagges. Für das große Finale waren natürlich wie immer die Herren der Rammsteiner Hofkater zuständig. Zusammen mit Freddy Schuh, Michael Mück und Harriet Linsmann wird stets für Perfektion gesorgt. Ja, ihr Narrenschab, das war die diesjährige Kreissenierungssitzung in Rammstein. Wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dahin euch eine tolle Restkampagne. Hallo!